Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in Braunschweig angekommen, in der, ich nenne es jetzt mal, Batteriefertigung von VW. Genau. Auf jeden Fall ein hochkomplexes Thema, wo wir beide relativ wenig Ahnung von haben. Du wahrscheinlich durch Modellbau ein bisschen mehr als ich. Ja, aber nicht viel mehr. Nicht viel mehr, ne? Deswegen versuchen wir uns auch heute erstmal auf die Basics zu konzentrieren, die mit unserem T1 Samba zu tun haben. Aber ich verspreche euch, wir werden auf jeden Fall nochmal wiederkommen und werden die ganze Thematik nochmal so richtig aufrollen. Und hoffentlich bald fahren. Und fahren. So, aber wir gucken mal, was wir hier so finden. So, da haben wir auch schon den passenden Verantwortlichen für unser Projekt gefunden. Das ist Carsten. Hi Philipp. Erklär mal kurz einmal mit ein, zwei Sätzen, wie weit du beteiligt warst an dieser T1 Samba Elektrifizierungssache. Was deine Aufgabe da war, was du, ich sag jetzt mal, gemanagt hast. Ja, wir versuchen ja E-Classic so gut wie möglich zu unterstützen bei der Verwendung von unseren Serienkomponenten für die Oldtimer-Elektrifizierungsprojekte. Da kommen natürlich eine Menge Fragen, die wollen wissen, wie groß sind die Teile, die brauchen Abmaße, Zeichnungsinformationen, elektrische Schnittstellen. Wir stimmen mit denen die elektrische Architektur dann von dem ganzen Antrieb ab, dass das alles gut zueinander passt und gut funktioniert. Und der Bulli fährt und offenbar hat es geklappt. Also war dein Gebiet so alles, was mit Batterie plus Steuerung zu tun hatte, so in dem Bereich? Genau, wir kommen hier aus der Batterieentwicklung, koordinieren aber für das ganze Projekt die Umfänge hier vom Braunschweig aus, weil wir sind hier das Kompetenzcenter für Elektromobilität und haben diese schöne Aufgabe bekommen. Nochmal einmal kurz zum Standort. Ich habe schon erfahren, das ist VWs neuestes, modernstes Werk. Das ist das neueste, modernste Werk am ältesten Standort. Braunschweig war mal irgendwann das allererste VW-Werk. So, und normalerweise werden hier diese Batterien gebaut? Das ist jetzt hier das Batteriesystem für den ID3, die MEB-Plattform. Die bauen wir jetzt seit November hier, das gucken wir uns ja gleich noch ein bisschen an. Und das ist das aktuellste, neueste, beste, was wir hier gerade haben und machen. Und was wir hier auch entwickelt haben. Seit November, das heißt, das ist wirklich noch alles richtig, richtig, richtig frisch hier. Das ist noch richtig, richtig frisch. Dieses Batteriepaket kommt zum Einsatz später im ID3. Das geht in den Serieneinsatz im ID3. Wir beliefern Zwickau auch schon von Anfang an. Die bauen ja auch schon Autos und fahren jetzt die Serienproduktion langsam hoch. Damit man mal eine Größenordnung hat, wo du sagst, wir fahren die Produktion hoch, wie viele hiervon sollen täglich dieses Werk am Ende verlassen? 1500 ungefähr. Pro Tag? Pro Tag. Das ist ja schon ein bisschen was. Also wir werden so ungefähr eine Minute Taktzeit zum Schluss haben. Da brauchen wir schon die schnellere Roboter. Und jetzt kommt das Coole an dem Ganzen ist, das ist ja auch noch relativ viel Handmade hier. Das heißt, dieser Rahmen wird wirklich komplett selber gebaut hier aus Alu? Ja, aber voll automatisiert. Die Zellmodule sind nach unseren Spezifikationen gebaut, die kaufen wir im Moment noch zu. Das, was wir jetzt hier gerade sehen und womit wir auch anlaufen, ist von LG. Das heißt, wir reden von dem Teil? Wir reden von dem Teil, da sind die eigentlichen Batteriezellen drin, da kommt der Strom raus und das gucken wir uns gleich bestimmt auch nochmal einzeln an, dass man es ein bisschen besser sehen kann. Da sind dann die elektrischen Anschlüsse dran und die Signalleitungsanschlüsse. Das heißt, dieses Teil wird nicht hier vor Ort produziert? Wird hier angeliefert. Von LG, aber schon so, wie ihr es haben wollt? Genauso, wie wir es haben wollten. Okay. Jetzt muss man nochmal grob erklären. Am Ende kommen hier 400 Volt raus für den Motor. Ja, auf einem von den Steckern kommen die für den Antrieb raus und der andere Stecker ist für das direkte Gleichstromladen. Das wird nochmal getrennt geschaltet. Und diese 400 Volt kommen zustande, weil man diese Batterien in Reihe schaltet und somit die Spannung auf 400 Volt erhöht. Richtig, weil man genug Zellen, ne, die so 3,7 Volt pro Zelle haben, dann hintereinander schaltet. Kann sich ausnehmen. Das heißt, hier sind erstmal einzelne Zellen drin, die dann wiederum auch alle in Reihe geschaltet werden? Da sind 24 einzelne Zellen drin, da gibt es zwei Versionen von, da sind immer zwei oder drei schon parallel geschaltet innerhalb des Moduls, sodass dann 8 oder 12 in Serie geschaltet sind in einem Modul. Okay, dann kommt für mich als allererstes die Frage, was passiert, wenn die in Reihe geschaltet sind, wenn eine kaputt geht? Ist dann komplett tot oder kann man das dadurch, dass die noch parallel geschaltet sind, wäre es nicht gleich komplett tot? Aber schön wäre es nicht und das Auto würde zumindest einen Fehler zeigen. Das muss dann halt durch Qualitätsstandards verhindern. Mir liegen noch 1 Million Fragen auf der Zunge, aber dann würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag nur über Batterien quatschen, deswegen vertagen wir das auf jeden Fall mal. Jetzt nochmal zu unserem Samba. Der Herr Murschel bekommt auch von euch diese Module? Der bekommt genau diese Module von uns.
dann bekommen die von uns Anschlusskomponenten für den elektrischen Anschluss und da die Serienteile mit der entsprechenden Qualität und den hoffentlich auch niedrigen Kosten verwenden zu können. Baut aber diesen gesamten Rahmen selber? Muss ich ein eigenes Gehäuse, einen eigenen Rahmen bauen, weil ja das Auto ein komplett anderes ist und das dann irgendwie so gepackaged werden muss, dass es da auch reinpasst. Genau, und da sind wir nämlich bei einem interessanten Punkt. Direkt hier neben steht nämlich so das allererste Batteriepaket, was VW mal so gebaut hatte. Das in Serie. Das zweite in Serie, das erste war der E-Up. Der E-Golf ist dann 2014 als zweites E-Auto in Serie gegangen. Daran bin ich nicht ganz unschuldig. Da war ich damals für die Konstruktion verantwortlich. Und ja, man sieht, dass es hier alles noch ein bisschen komplexer, weil wir da halt in den normalen Verbrenner reingegangen sind. Genau, hier sieht man halt, das ist so die typische Bauform von so einer Bodenpartie von so einem Auto, wo normalerweise hier Auspuff durchlief und so weiter. Genau. Das ist der Bereich Hinterachse-Tank. Ja. Ah, okay. Das heißt, damals musste noch improvisiert werden mit dem Bauraum, den man hatte. Jetzt in dieser MEB-Plattform kann man einfach schön praktisch viereckig so einen Kasten bauen, weil das ganze Auto dafür angepasst ist. Genau, weil sich das Auto praktisch da mehr nach der Batterie richtet und nicht mehr die Batterie nach dem vorhandenen Auto. Mhm. Ja, ich würde sagen, das reicht erstmal an Technik vorab. Jetzt gucken wir uns das Ganze in der Fertigung an. So, wir sind jetzt hier in, ich sage mal, den heiligen Hallen angekommen. Hier passiert schon jede Menge. Man sieht aber tatsächlich keinen einzigen Mitarbeiter eigentlich, ne? Nee, wir sind hier hochautomatisiert unterwegs, gerade hier die Montage von unseren E-Boxen, die den elektrischen Anschluss in den Batterien umsetzt, das ist komplett automatisiert. Okay, das heißt, aus dieser Anlage fallen am Ende die E-Boxen? Aus dieser Anlage hier fallen 20 Meter weiter die E-Boxen raus. E-Box bedeutet? E-Box montiert, das sind Gehäuse, wo Schütze, Sicherung, Stromsensor drin ist. Das kann man uns vielleicht gleich noch ein bisschen im Detail angucken. Das heißt, da finden auch Schaltungen drin statt, da wird auch geschaltet? Genau, die Schütze schalten die Batterieanschlüsse im Endeffekt zu und weg, damit eben nicht permanent außen auf den Steckern die Spannung angeht. Und diese E-Box ist in unserem Samba auch drin? Die ist im Samba auch drin. So wird jetzt nämlich wieder ein Schuh draus. Aber wir müssen trotzdem noch einmal kurz darauf eingehen, jetzt gerade Stillstand, Pause, aber das funktioniert wirklich in Anführungsstrichen mannlos. Ne? Man sieht einen einzigen, der aufpasst. Ja, da ist auch weniger Pause, als du gerade denkst. Also ich bin gerade hochgekommen und die Roboter bewegen sich durchaus. Mhm. Krass. Wie ist das hier mit Anlieferung der einzelnen Komponenten? Gibt es da noch Mitarbeiter für oder selbst Nein, das ist? Auch das funktioniert vollautomatisch. Da unten steht so ein kleiner Gabelstapler, da sitzt niemand mehr drauf. Der fährt vollautomatisch hier durch die Halle, stellt an. Dann wird hier gebaut, fertig gebaut. Wenn das Teil fertig ist, wird es noch getestet. Und geht dann da hoch in diese Förderstrecke und wird dann weiter transportiert zu dem Ort, wo es in die Batterie eingebaut wird. Okay, das ist krass. Das heißt, es kommt wirklich komplett als Bauteil fertig raus, wird hoch auf die Strecke. Da sieht man gerade so einen kleinen Schlitten, wie er da hinten lang fährt. Genau. Und dann geht es in die nächste Abteilung. Genau so ist es. Niemand fasst die Teile mehr an. Hier ist noch ein Anlagenführer, der das System am Laufen hält sozusagen, aber kein Mitarbeiter, der irgendwas montiert. Das heißt, da muss ja schon eine ziemlich starke Kontrolle hinter sein, welche natürlich auch automatisiert ist. Ja, da muss vor allem auch ein gutes Design hinter sein, dass es eben auch zulässt, dass diese hochautomatisierte Montage funktioniert, dass die Toleranzen entsprechend sind, hier wird ja auch viel elektrisch kontaktiert, dass diese automatischen Kontaktierungen, automatischen Steckungen funktionieren. Also der Gehirnschmalz ist vorher reingekommen sozusagen. Wir gucken uns das im Einzelteil an. Ich habe mir gerade erklären lassen, die automatisierte Ameise, die ja ganz alleine rumfährt, die nimmt diese Paletten mit den einzelnen Kisten, mit den Komponenten auf und fährt sie dann in diese Schleusen rein und dann wird alles von oben quasi gegriffen und passend verteilt. Und das Ganze funktioniert hier auch mit so einem intelligenten System, das heißt, die Software weiß, wo leere Palettenplätze sind und fährt automatisch die Komponenten dahin, wo Platz ist und weiß aber auch, wo sie sind und holt sie da wieder ab. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie der Roboter das Teil wirklich greift und ich sag jetzt mal auf einen Millimeter ablegt. Das ist jetzt gerade der Stromsensor, den ihr hier seht, wieder gegriffen und dann gleich montiert wird. Und dieser Roboter, der das macht, das ist ein besonderer Roboter, das ist ein sogenannter Parallelroboter, der sehr wenig Masse hat und der extrem schnell fahren kann. Hat auch extrem dünne Arme. Ja. Was passiert da jetzt zwischendrin? Warum wird das Bauteil immer erstmal einmal abgelegt? Das wird einmal nochmal getestet. Da wird nochmal getestet. Und auch die Nummer gescannt, dokumentiert. Genau, weil das sieht man ja bei allen Komponenten, die hier gegriffen werden, die haben alle immer nochmal einen Zwischenschritt, bevor sie dann wirklich abgesetzt werden. Ne?
Genau, die Bauteile, die hier in diese E-Box reinkommen, die werden nochmal einmal gecheckt. Was auch cool zu sehen ist, ein Arm macht theoretisch zwei Schritte parallel, so nebeneinander. Ne? Der legt einmal hier die Komponente da ab und in der Zwischenzeit. Genau, während die wartet, nimmt er schon die andere, nimmt er schon die nächste um die Maschine auf, ne? Möglichst gut auszunutzen, na klar. Okay. Und was man auch sieht, das Ding arbeitet nicht mit, ich sag jetzt mal, den gleichen Abständen zeitlich gesehen, sondern es ist ja schon so, dass es mal wartet, mal schneller, mal langsamer, so wie es wahrscheinlich gerade von der Kette her passt. Genau, so dass dann insgesamt die Vertaktung von der Anlage funktioniert. Also sind keine festen Taktungen, sondern das ist schon so optimiert. Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen, ja. Vor allem wir sind im Hochlauf im Moment, ne? Wir fahren ja noch relativ langsam im Moment, da müsst ihr dann nochmal wiederkommen. Aber das hier ist so ein typischer Schlitten, der durch diese Anlage fährt, wo die einzelnen Komponenten drauf sind. Genau, hier sind die Teile jetzt schon fertig gebaut. Wenn wir jetzt mal nochmal in die andere Richtung weitergehen, dann sieht man hier nochmal die offenen Teile. Da ist jetzt im Moment nur unsere Sicherung eingesetzt. Das ist eine ganz besondere Sicherung. Das ist nämlich keine Schmelzsicherung, die ihr es vielleicht von zu Hause kennt oder aus konventionellen Autos. Das ist eine Sicherung, die wird pyrotechnisch. Darf ich die nochmal rausnehmen oder ist das hier Baustoff? Wir können uns die gleich nochmal vorher angucken. Aber hier ist schon montiert. Und wenn du mal in dieses Teil reinfilmst, dann siehst du, dass da so Kontaktzungen drin sind. Und da wird halt später so ein Schutz reingesetzt, kontaktiert dann automatisch. Und dann wird das hinterher zusammengebaut. Und dann siehst du in dem Deckelbauteil die elektrischen Anschlüsse für die eigentlichen Leistungsanschlüsse von dem Schutz, die auch schon in dem Gehäuse vorintegriert sind. Ja, das ist mal ein 180 Ampere Relais. Da geht auf jeden Fall schon mal was durch, ne? Hat auch ja. Gute Masse. Das sitzt da so drin? Das setzt der Roboter dann da hinterher ein. Kommen wir bestimmt gleich noch dran vorbei. Was genau wird hier in dem Moment dann geschaltet? Da werden die Anschlüsse, also zu den Steckern, die außen am Batteriegehäuse sind, werden halt getrennt oder zugeschaltet. Hier wird praktisch hier wird richtig komplett Spannung gekappt? Wird komplett gekappt. Einmal halt, wenn das Auto steht und nichts macht oder eben, wenn jetzt irgendeine Situation im Auto ist, wo die Steuerung sagt, jetzt schalte aber mal lieber weg, dann würden die Schütze das auch aufmachen. Hey Marius, wenn du nochmal ein 180 Ampere Relais brauchst. Ja, ich hab schon gedacht, für den nächsten Lüfter. Oder ja, vier Benzinpumpen. Vielleicht nochmal zu diesem Thema mit den pyrotechnisch ausgelösten Sicherungen. Für diese Anwendung ist das relativ neu, weil wir jetzt hier auch hohe Spannungen und sehr hohe Ströme haben. In vielen Autos, die eine Kofferraumbatterie haben, da gibt es das schon an den 12-Volt-Leitungen. Kennst du, ne? Für Unfall, Crash. Genau, damit wegen der langen Leitung, damit dann Kurzschluss vermieden werden kann, werden die dann ja auch intelligent ausgelöst. Und das ist quasi jetzt die nächste Stufe, die Weiterentwicklung. Das heißt, man betreibt da eine Vorsorge, wenn es zum Crash kommt, unabhängig vom Kurzschluss oder nicht, falls so ein Kabel durchgeschnitten wird, sprengt er sich weg. Das ist halt komfortabler. Man kann mehr damit machen als mit einer konventionellen Sicherung. Und du kannst es halt auch besser anpassen an verschiedene Leistungsklassen, verschiedene Randbedingungen. Bei einer Schmelzsicherung müsstest du praktisch jedes Mal eine andere Sicherung dir irgendwo herholen. Und das heißt, in diesem Fall fällt dieser Sprengapparat weg, weil man einfach das Relais schalten kann und fertig? Nee, du hast beides. Beides, okay. Weil bei den Schützen ist irgendwann auch mal Feierabend, was die noch trennen können. Und wenn du jetzt wirklich die extrem unwahrscheinliche Situation hast, dass du wirklich mal so eine Batterie komplett in den Kurzschluss kriegst, dann brauchst du halt wirklich noch eine Sicherung, ein Trennelement, das noch ein bisschen mehr wirken kann. Okay. Und das eben entweder eine Schnellsicherung oder so eine Pyrotechnik ausgelöste Sicherung. Ja, hat unter anderem auch den Charme, dadurch, dass du die genauer auf die Grenze auslegen kannst, kannst du halt auch mehr Leistung freigeben in deiner Batterie, weil du keinen Sicherheitsabstand sozusagen halten musst, wie du es bei einer Schnellsicherung machen würdest. Und das ist ja gerade für euch, die Leistung findet ihr ja ganz gut, glaube ich, ne? Ist das dann halt wieder so ein Fortschritt. Kann man nie genug von haben. Ja, definitiv. Das gilt auch in Elektroautos. Ja, gut. Hier sieht man auch nochmal schön, wie weit automatisiert das Ganze schon ist. Selbst Isolierfolien werden von dem Greifer aufgenommen und aufgetragen. Und dann geht's weiter. So, im nächsten Step kommt dann auf diese Folie von eben nochmal eine, ich nenne es jetzt mal ein Wärmeleitkissen, bevor der Kasten dann in Summe verschlossen wird. So, hier haben wir jetzt unsere fertigen E-Boxen. Die werden jetzt zum Abschluss natürlich noch mal einmal getestet. Dafür fahren sie in diese drei Abteilungen rein und dann sind sie fertig.
So Carsten, was sehen wir jetzt? Hier ist das Lager, wo die Batteriezellen, Batteriemodule, wenn die hier ankommen, eingelagert werden und dann vom Regalbediengerät automatisiert entnommen werden. Das machen wir jetzt gerade einmal und fahren dann die Module in die Förderstrecke, wo die rübergehen in die Montage. Das klingt jetzt erstmal nicht so wild, wie es eigentlich ist, aber wir haben ja gehört, wie viele Batterien hier später gebaut werden sollen, ne? Genau, ne, über 1.500 am Tag. Also mal 8 Stück. Jede Minute müssen wir praktisch 9 Module im Durchschnitt darüber fahren und das Regal ist groß. Okay. Also über 30.000 Module können wir hier einlagern. Da geht schon dann. Das heißt, hier lagern über 30.000 Module, wenn das Ding auf Vollgas läuft und die müssen natürlich immer zur Fertigung rüber und deswegen gibt es hier dieses krasse große Lager. Was dann auch. Und das große Lager mit den vielen Modulen natürlich deshalb, damit wir einen Puffer haben. Ne? Da hält so ungefähr 1.5 Tage dann. 1.5 Tage noch, okay. Ja, ne? Falls man einen LKW. Braunschweig nicht findet oder so. Ne? Okay, also, jetzt gucken wir mal hier. So, das heißt, hier werden jetzt die einzelnen Zellen verteilt. Die einzelnen Zellmodule werden jetzt hier praktisch separiert, kommen dann gleich auf kleinere Ladungsträger und gehen dann nochmal in ein anderes Transportsystem und werden dann rübergefahren, da wo wir zum Schluss ins Batteriesystem gehen. So, jetzt wird der Deckel abgenommen. Hoffentlich ist was drin. So, und da haben wir 15 Module. Genau, ne? Fast 600 Kilo hier mit dem Gestell zusammen. 4 Gestelle übereinander, 2.5 Tonnen, die dann hier immer in Bewegung sind. Das heißt, da ist schon ganz schön Gewicht einfach hier hinter. Ne? So, weiter geht's. So, ich hoffe, wir kriegen das lichttechnisch noch eingefangen, weil hier ist es besonders dunkel, weil hier mit Kameras gearbeitet wird, die die Position bestimmen von den Modulen und deswegen ist es hier ein bisschen dunkler. Aber ich hoffe, unsere Sony kriegt das hin. Ja, das hoffe ich auch. So, jetzt werden die ganzen einzelnen Module von dem Greifer hier aufgenommen und immer auf so einen Zweierschlitten gelegt. Und dann werden diese Schlitten automatisch weiter transportiert in einen Fahrstuhl. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo dieser Fahrstuhl hingeht. So, wir nutzen mal kurz die Sekunde, dass es ein bisschen ruhiger ist. Normalerweise kommen genau dort aus dem Aufzug jetzt unsere Module raus und fahren dann über dieses Band meterweise in die Halle rein. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal in Sachen Batterietechnik. Ab geht's zurück nach Stuttgart und weiter mit dem T1 Elektro. Wir sind wieder zurück bei der Firma E-Classics in Renningen bei Stuttgart. Herr Muschel nimmt sich die Zeit, dass es hier weitergeht. Aber erstmal nochmal vielen Dank an VW, dass wir gerade diese Einblicke sowohl in Thema Motoren als auch Batterie genießen durften. Und da muss man ja auch noch einfach mal sagen, ist schon cool, dass ihr als Firma mit Volkswagen so zusammenarbeiten könnt, dass ihr wirklich die Originalteile in so ein Auto einbauen dürft, ne? Genau, das ist, hat schon einen besonderen Charme, weil man einfach weiß, man hat eine solide Technik. Also, eine Serientechnik sogar. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, habe ich ja schon länger umgebaut oder ich baue schon länger um. Ja. Aber das sind halt irgendwo zusammengekaufte Teile. Ja, das funktioniert. Aber es funktioniert lange nicht so gut wie das, was wir jetzt haben. Ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall einiges zugehört hat, dass bis es so weit kam, dass VW euch wirklich diese Teile liefert und ihr die wirklich in der Serie einbauen dürft. So, ne? Genau. Das war bestimmt nicht mal eben so bei VW anrufen. Wir beide brauchen jetzt ein Elektroauto. Nein, ganz, ein paar Sachen ganz einfach war es nicht. Wir hatten vor 2 Jahren hatten wir einen Käfer, nee, 2 sogar, nach Wolfsburg gebracht. Und ein persönliches Treffen mit dem Herrn Dies gehabt. Und er fand es dann so toll, hat den Käfer getestet und hieß, mach mal, dass der Käfer wieder mit einem Original VW-Motor fährt. Und das haben wir getan. Cool. Und diesen seht ihr jetzt nämlich da. Ob es genau der Motor ist, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall die Up-E-Maschine, wie hast du gesagt, E-Maschine? Vom E-Up, genau, die E-Maschine. Wobei der ist ja auch im Seat und im Skoda verbaut, das sind ja die gleichen Komponenten. Ja. Und so, jetzt kommt aber das eigentliche Besondere. Ich sag mal, eine Sache ist ja, den Motor da erstmal reinkriegen.
Das sollte jedem klar sein, das ist nicht einfach so reinschrauben fertig, deswegen auch andere Achse und so weiter. Ich nehme mal an, so diese ganzen Anschraubpunkte und so weiter, da werdet ihr wahrscheinlich auch überall was geändert haben. Genau, ist klar, ist natürlich die ganze Aufnahmepunkt, es ist nicht nur einfach außen im Blech aufgeschweißt, sondern es ist im Ganzen miteinander verbunden, also innen sind auch wieder Verbindungsbleche. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir mit dem Ding ja irgendwann mal eine Runde fahren. Wie viele Kilometer kommen wir denn jetzt aktuell? Was würdet ihr denn sagen, wie viel Reichweite hier aktuell so drinsteckt? Also wir haben knappe 50 Kilowattstunden, 250. Echt so viel? Würde ich schon. Auch so bei so jugendlichen Leichtsinn wie wir manchmal so, natürlich nicht unterwegs sind? Naja, wenn man mit Vollgas über der Autobahn brettert, dann wird es ein bisschen weniger sein, ja. Ja, theoretisch müsste das Ding doch auch relativ schnell sein eigentlich mit der Leistung schon, ne? Also im Käfer haben wir mit 150 abgeriegelt. Abgeriegelt? Ja, haben wir. Also wir sind schon ein bisschen schneller gefahren, ja. Aber es ist und bleibt halt ein Käfer. Käfer, ja. Ich schätze mal hier 120 würde ich da... Abriegel. Ja, genau. Aber theoretisch würde sowas 180, 190 fahren oder so, oder? Boah, Käfer lief schon mehr als... Auch nicht schlecht. Wie viel ist das Fahrzeug jetzt schwerer als ein Benziner? Wir haben das so um die 300 Kilo ausgerechnet. Ja. Achso, wieder auch so. Ja, hätte ich auch mehr gedacht. Dafür, dass jetzt schon deutlich mehr Technik eigentlich drinsteht. Es fällt zwar einiges weg, aber ist natürlich auch vieles mehr drin. Ne? Ja. Das heißt, fahren tut das später wie normal ab. Ich setze mich rein, mache auf D und fahre los. Genau, ja. Der Ab hat ja diesen Wählhebel. Ja. Wo gibt es auch noch diese Position B. Mhm. Wir nennen es Break. Und da kann man dann diese Rekuperation einstellen. Noch mit Plus, Minus kann man verschiedene da kann man Stärke das, noch ein da bisschen. Da kann man das Fahrverhalten beim Abbremsen ein bisschen variieren, je nach Fahrer, wie er es lieber fährt. Ne? Genau, richtig. Ja. Weil ich stelle mir das schon auch ein bisschen nervig vor, angenommen du fährst so Stop and Go in der Stadt und das Ding bremst zu stark für dich immer. Und du musst dann immer schon wieder so ein bisschen Zwischengas eigentlich geben, weil du eigentlich auf einmal stockender langsamer fährst als der vor dir. Ne? Genau. Für sowas ist es natürlich. Man kann cool. das auch ganz abschalten, diese Rekuperation, wenn man jetzt irgendwo fährt und man zieht Segeln dazu, einfach mit Segeln, dann macht man das ganz raus. Macht mein T5 auch? Ja, das kann man mit der Getriebesoftware. Ja? Update. Und kann man so für den Laien ungefähr abschätzen, wie viel Strom man dadurch in der Innenstadt gewinnen kann? So, also angenommen, ich fahre 100 Mal eine Ampel los und lasse mich 100 Mal wieder so ausrollen mit dieser Wirkung? Also es gibt bestimmt Leute, die das berechnen können, aber da bin ich raus. Okay. Also ist nicht so einfach, dass man jetzt sagen kann, dass man dadurch 20% von der eigentlichen Energie, die man zum Starten braucht, wieder reinholt oder so. Das kommt natürlich darauf an, wo ich fahre. Wenn ich in Hamburg fahre und ich habe keinen Berg, dann, dann ist das natürlich weniger. Sehr viel weniger. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt aber hier durch den Schwarzwald fahren, dann würde ich schon sagen, das sind schon Bergtal, dann habe ich schon 20-30%, wo ich da rausholen kann. Mhm. Ja. Interessante Frage auch noch, wie ist das mit Rückwärtsgang? Dreht da der Motor rückwärts oder gibt es eine Übersetzung? Der Motor dreht rückwärts. Rückwärts, ja. Das heißt, er fährt rückwärts auch 120? Theoretisch, ja. Das wird ein Spaß. Und Handbremse, habt ihr T1 gelassen, also den Hebel? Genau, haben wir ganz normal noch? Der ist geblieben, ja. Ich kann aber trotzdem auch nochmal, muss ich auf P machen? Auf P ist die Parksperre. Mhm. Und was wir auch noch haben, ist jetzt gerade auch beim Käfer oben, ist zum Beispiel, wenn da die Temperatur runtergeht, dann regeln wir auch diese Rekuperation ganz aus und nehmen auch ein bisschen Leistung weg. Ja? Mhm. Heckmotor und Ausbrechen, da sagen wir ein bisschen. Ja. Ah, nach Außentemperatur. Genau. Ja. Das ist quasi die Anfänge des ESP. Okay, cool. So, das heißt, wir haben einmal die Leistungselektronik, die theoretisch alles regelt, wie es regeln soll. Dann gibt es ja auch noch das Batteriemanagement. Weil das ist ja noch so ein weiterer Punkt, wo auch extrem viel Technik drin steht. Das sind ja einzelne Zellen da drin. Genau. Die auch von VW kommen. Richtig. Das hatten wir ja schon. Und die baut ihr selber zu diesen riesen, wie nennt ihr das, Packs, die da drunter hängen? Genau, Packs, ja. Wie sieht diese Elektronik aus? Ist das auch eine eigene von euch? Also wir haben auch ein eigenes BMS, besser gesagt. Wir haben Module, wo wir zukaufen, aber die wir selber die Parameter einstellen können. Ja? Mhm. Also, und das ist natürlich auch die Kunst von unserem Ingenieur, wo das einstellt, dass diese Parameter passen, dass das alles schön im Einklang bleibt. Ja. Das heißt, dass alle Zellen ungefähr immer den gleichen Ladungszustand und so weiter haben? Genau, ja. Die Überwachung, die Temperaturüberwachung, beim Laden, beim Fahren, das sind viele Faktoren, wo da reinspielen. Sind die Batterien sind aber nicht irgendwie wassergekühlt oder irgendwas ähnliches? Nein, die haben wir da nicht gekühlt. Die sind einfach nur so drin? Genau, ja. Wir haben ein großes Gehäuse. Hier steht wieder eins im Aufbau und wir geben eigentlich von diesen Modulen, die wo ihr dann in Kassel gesehen habt, ja, die ganze Temperatur an das Gehäuse ab. Aha. Ja.
Und jede Menge Fahrtwind und so weiter natürlich dann wieder. Genau. Das heißt, wenn es zu warm wird, der Motor oder die Batterie, wird einfach Leistung zurückgenommen, Notlauf, wie auch immer. Geht Leistung zurück, ja. Mhm. Ja. Aber das macht man dann schon vorher. Also wenn man merkt, dass die Temperatur hochgeht, dann tut man schon ein bisschen reduzieren. Ja. Haben die theoretisch, wenn wir jetzt das Auto so wie aktuell draußen bei 0 Grad hinstellen würden, haben die dann weniger Leistung? Das könnte jetzt Martin sehr gut erklären. Also es ist so, dass ich kann nicht die Energie rausziehen, wie wenn ich jetzt bei 20 Grad bin. Ja, das ist so ein bisschen, als ob einer auf der Bremse steht. Mhm. Ja. Aber es ist so, dass im Fahrbetrieb sich die Batterie erwärmt. Je schnell wieder warm wird. Ne? Ja, und dann habe ich wieder das zurück. Ja. Könnte ich mit eurer Heizung auch die Batterie dann irgendwie, die Temperatur kann ich da nicht beeinflussen? Ja, mit der hier jetzt nicht. Müsste man noch eine Heizschnecke dadurch. Mhm. Genau. Kann man eure Heizung theoretisch als Standheizung benutzen? Müsste ja eigentlich gehen, ne? Klar. Bis Batterie leer ist. Die einzelne Standheizung. Hast du nur noch 100 Kilometer? 50 Kilowatt, ja. Okay, also viel heizen, ja. Also ich sag mal, mit einem vorsichtigen Gasflug wird man so 200 Kilometer mit dem Ding auf jeden Fall kommen. Ja. Wie lade ich das Ding anschließend? Wir haben DC-Laden, also das ist dieses Schnellladen, 50 Kilowatt, sprich die Batterie ist in einer Stunde 80% vollgeladen. Da muss aber dann richtig ein Anschluss für gelegt werden. Da kann man nicht einfach 230 Volt Steckdose geben. Das ist ungefähr sowas wie hier, sind dann die Bauteile. Das sieht jetzt aber aus. Ah, okay, ja, das sieht nicht und nach das, 230 das, Volt aus. Das ist speziell das, was es halt an den Ladestationen gibt. Und dann haben wir, das ist AC-Laden. Wir haben ein großes Ladegerät verbaut, das kann bis 22 Kilowattstunde, also sprich an der Wallbox 2,5 Stunden, dann ist es voll. Oder eben zu Hause gibt es ein Notladekabel, nennen wir das immer, das ist so ein kleines Adapterkabel, das liegt da drüben. Da kann ich das gegeben an der Steckdose aufladen, ich schätze mal so 1,5 Tage, einen Tag, bis es voll ist. Ja. Oh, doch sogar. Ja. Ja, wir haben viel Batterie. Ja. Und ist natürlich auch ein bisschen abhängig, was du an deiner Steckdose zu Hause abgeben kannst. Ja? Die meisten haben halt eine schwache Verdrahtung und deshalb haben wir da nur so ein kleines rein. Die eigentliche Elektronik zum Laden ist aber in dem Ladegerät, was ich mit anschließe, oder ist die auch schon im Fahrzeug drin und ich gebe nur Strom drauf? Ist im Fahrzeug. Alles mit drin. Okay. Genau. Ja. Aber es ist eine Erkennung drin, ja, was jetzt ankommt. Genau. Ja. Cool. Ja, ist nur, für dich fehlt die Anhängerkupplung. wo ist diese Dose am Auto dann später? Wir bauen die hier hinten ein. Das heißt Heckklappe aufklappen und los geht's. Wir wollen das Kennzeichen zum Klappen machen. Ja? Kennzeichen? Genau. Wir haben in Hannover immer ziemlich kurze Kennzeichen, also darf nicht so groß sein. Nein, das passt, ja. Ja. Ja, cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, wenn das Ding fährt und wenn wir eine Runde damit fahren dürfen. Wir werden uns bestimmt ein paar interessante Tests überlegen, was man damit machen könnte. Da bin ich mir sicher. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. War sehr informativ. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Okay.